gut, dass du da bist. Der Mann hat das Bewusstsein verloren. Seine Tochter hat gerade angerufen. Okay, wo ist er? Da oben. Frau Reber, der Arzt ist hier. Endlich, kommen Sie rein. Guten Tag. Hallo. Kleist. Reber, mein Name. Ist das Ihr Vater? Mhm. Seit wann ist er bewusstlos? Seit ein paar Minuten. Weshalb haben Sie mich ursprünglich gerufen? Ach, ihm war schwindelig und er hatte Schweißausbrüche und es ist ein bisschen getorkelt. Also ganz ohne Alkohol. Brauchst du mich, ne? Nein, danke. Okay. Und hat er irgendwelche Vorerkrankungen oder nimmt er Medikamente? Ja, er ist Diabetiker und spritzt Insulin und er hatte vor einiger Zeit einen Herzinfarkt, aber Sie glauben doch nicht, dass er... Nein, es ist eine Hypoglykämie. Moment. Hatten Sie in letzter Zeit ungeschützten Geschlechtsverkehr? Ja, aber ich nehme noch die Pille. Es geht nicht um eine Schwangerschaft. Ihre Beschwerden? Beschwerden? Es juckt halt manchmal ein bisschen da unten. Es könnte sein, dass Sie sich mit Chlamydien angesteckt haben. Es ist eine Geschlechtskrankheit, die relativ häufig vorkommt. Und was heißt das jetzt? Wir müssen erst mal sicher sein, dass es wirklich Chlamydien sind. Deswegen habe ich die Abstriche gemacht und ich würde Ihnen ganz gerne noch Blut abnehmen. Und wenn? Dann bekommen Sie ein Antibiotikum und dann ist das in der Regel relativ schnell wieder in Ordnung. Das ist also nichts Schlimmes? Nein. Aber Sie müssen Ihren Partner informieren. Könnte sein, dass der sich auch angesteckt hat. Zehn Minuten haben Sie gesagt, bis die Spritze wirkt, ja? Ja, allerdings reagiert jeder Körper unterschiedlich. Aber der Blutzuckerspiegel steigt wieder. Also Ihr Vater wird jeden Moment aufwachen. Weißt du, richtig kapiere ich das immer noch nicht. Ich dachte, bei Diabetikern ist der Blutzuckerspiegel zu hoch und nicht zu niedrig. Ja, grundsätzlich ist das auch richtig. Aber das Insulin arbeitet dagegen. Also das heißt, je nachdem, ob sie zu viel spritzen, zu wenig essen oder sich überanstrengen. Ja, mein Vater wollte heute Morgen, als wir angekommen sind, gleich hoch zur Wartburg. Was bei der Hitze? Und dann die Besichtigungstour durch die Stadt. Wann haben Sie denn was gegessen? Oben auf der Burg, aber nur eine Kleinigkeit. Ist sicherlich schon ein bisschen her, richtig? Hm. Ich vermute, das wird es sein. Oh. Papa, endlich. Ja. Das ist Dr. Kleist. Hallo, Dr. Kleist. Und was passiert jetzt? Muss er ins Krankenhaus? Ja, ich denke, es ist gut, wenn er über Nacht zur Beobachtung bleibt. Katis Mutter zieht nach Bayern und hält es nicht für nötig, dir Bescheid zu sagen. Ist ja unglaublich, es war doch ganz anders geplant. Ich dachte, Lotte sollte nach Weimar, um da die Ferien mit ihrer Freundin zu verbringen. Ja, das war der Plan. Und ich dachte, sie ist bei Sabine in guten Händen. Sie behauptet, diese Sache wäre erst seit gestern endgültig und die Mädchen hätten das irgendwie zufällig mitbekommen und sie hätte deswegen keine Zeit gehabt, mit mir vorher darüber zu reden. Aber ich bin echt sauer. Ich vertraue ihr meine Tochter an. Und sie hat ganz andere Sachen im Kopf. Und als Lotte das erfährt, da packt sie ihre Sachen und fährt zu ihrem Vater, um Fakten zu schaffen. Lotte will partout nach Berlin. Und jetzt? Holger setzt sie morgen in den Zug nach Eisenach. Und ich hoffe, dein Angebot steht noch und du nimmst sie auch hier auf. Natürlich. Ist auch nicht für ewig. Das hatten wir geklärt. Lotte und ich brauchen was Eigenes. Morgen. Hi. Frau Reber. Hallo. Na, sind Sie meine erste Patientin? Sie hat keinen Termin, aber sie war die erste heute Morgen und die anderen sind noch nicht da. Dann kommen Sie doch gleich mit. Super, danke. Möchten Sie einen Kaffee?
Gerne, danke. Wie geht's Ihrem Vater? Besser. Morgen. Ich habe Ihnen einschreiben für Herrn Dr. Christian Kleist. Tschüss. Bitte. Ich bin Ihnen jedenfalls sehr dankbar, dass Sie so schnell da waren. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, Frau Reber. Aber Sie sind doch nicht nur deswegen hier, oder? Nein, ich wollte Sie bitten, mir ein Antibiotikum zu verschreiben. Ich habe seit Jahren immer wieder mit Blasenentzündung zu tun und ich spüre genau, wenn sich wieder einer ankündigt. So wie jetzt? Leichtes Brennen, Druck im Unterleib. Meine Frauenärztin gibt mir dann immer ein Antibiotikum und sagt, ich soll viel trinken. Ich bin offen gestanden nicht wirklich ein Freund davon, so schnell Antibiotika zu verschreiben. Wissen Sie, heutzutage entwickeln mehr und mehr Bakterien Resistenzen gegen Antibiotika, weil viele meiner Kollegen sie vorschnell verordnen. Ja, aber ich kenne das. Ohne Antibiotikum liege ich jetzt ein paar Tage flach. Und das ist so wichtig für meinen Vater. Bitte, ich möchte gern für ihn da sein können. Na gut, aber wir sollten trotzdem vorher einen Urintest machen. Einverstanden? Entschuldigung. Okay. Nora, was gibt's? 55.000 Euro, das ist schlicht Wahnsinn. Die Reparatur der Radiologie war auf weit weniger als die Hälfte kalkuliert, jedenfalls soweit ich mich erinnern kann. 24.419, um genau zu sein. Erinnere ich mich richtig oder darf ein Kostenvoranschlag nur um höchstens 10% überschritten werden, ohne dass man nochmal nachfragt? Ja, aber da steht leider auch etwas von 50% Wochenendzuschlag. Es war von vornherein abgesprochen, dass die Arbeiten am Samstag und am Sonntag stattfinden. Wir hatten die ganze Woche voll mit Patienten. Aber das ist ganz offensichtlich nicht kalkuliert worden. Ja, und wir haben eben nicht nur das Detektormodul ausgetauscht, sondern auch eine ganze Reihe von anderen Einzelteilen. Eben im Wert von 10.000 Euro. Und das haben die einfach so gemacht, ohne das nochmal mit dir abzusprechen? Natürlich nicht. Wena hat mich am Sonntag angerufen und hat gesagt, wo das ganze Ding schon auf ist. Dann macht es auch Sinn, wenn man noch ein paar andere Verschleißteile austauscht. Habe ich halt mir ja gesagt. Was, und ohne zu fragen, wie viel das kostet? Ach Mensch, natürlich. Aber doch nicht für 10.000 Euro. Vielleicht für ein paar hundert Euro. Ja, pro Ersatzteil. Und dann hat er den Wochenendzuschlag da auch noch draufgehauen. Dieser Wena hat uns reingelegt. Er hat viel mehr repariert als überhaupt nötig. Ich hätte einfach besser aufpassen müssen. Das war's dann. Ich fürchte, wir müssen das bezahlen. Das können wir nicht. Was sagen Sie denn jetzt? Tisch. Wir haben uns vollkommen korrekt verhalten. Ich habe Sie wegen der Mehrkosten extra angerufen. Oder wollen Sie das jetzt plötzlich leugnen? Und auf die Wochenendzuschläge habe ich in dem Kostenvoranschlag auch hingewiesen. Ja. Im Kleingedruckten. Sie haben seinerzeit ein gebrauchtes Gerät gekauft. Es war klar, dass die Wartungskosten höher sein würden als bei einem neuen. Das ist mir doch völlig bewusst. Aber Fakt ist, wir haben die 55.000 nicht. Vorschlag. Ich zahle den 25 jetzt und den Rest den müssen wir eben abstottern, in Raten. Wenn wir das vorher verabredet hätten. Aber so, ich krieg das Detektormodul und die anderen Ersatzteile auch nicht geschenkt. Dazu muss ich meine Leute bezahlen. Solange es mir tut, darauf kann ich mich nicht einlassen. Aber irgendeine Einigung müssen wir erzielen. Ich werde meine Monteure vorbeischicken, die bauen die Sachen wieder aus. Das ist nicht ernst. Dann kann ich die Radiologie nicht mehr nutzen. Und Sie verlieren Ihr ganzes Geld. Und ich zahle keinen Pfennig. Schon klar. Aber ich minimiere mein Risiko. Jetzt sind die Sachen noch neuwertig und ich kann sie woanders einbauen. Wenn wir in 3 Monaten wieder hier sitzen und Sie sagen mir, dass Sie Ihre Raten nicht zahlen können... Das wird nicht passieren, ich schwör's. Was meinen Sie, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe? Ist alles in Ordnung? Säumige Schulden erschlagen mir auf den Magen. Genauso wie Stress und solche Unterhaltungen. Wenn Sie Schmerzen haben, sollten Sie zum Arzt gehen. Außerdem glaube ich auch, dass Sie extrem Gewicht verloren haben. Andere freuen sich darüber. Sie übernehmen die Rechnung oder reicht es dafür auch nicht? Ach, jetzt werden Sie mal nicht ulkig. Dafür wird schon noch reichen, auch wenn Sie keinen einzigen Bissen angerührt haben. Das schmeckt mir in letzter Zeit auch nicht mehr. Bitte denken Sie doch noch mal über den Vorschlag nach. Wozu? Was Sie da vorschlagen, das ist zu wenig. Wiedersehen, Herr Dr. Kleist.
Und wie lautet das Todesurteil? Das ist es ja zum Glück nicht. Aber mein Verdacht hat sich bestätigt, das Ergebnis ist positiv. Ich hab diese Mistdinger so wirklich. Wie gesagt, Chlamydien sind mit Antibiotikum ziemlich gut zu behandeln. Problematisch wird's nur, wenn man sie zu spät erkennt, dann kann es bis zur Unfruchtbarkeit führen. Aber das ist bei Ihnen ja zum Glück nicht der Fall. Und können Sie mir sagen, wann ich mich ungefähr angesteckt habe? So ungefähr wenigstens? Also von der Infektion bis zum Auftreten der ersten Symptome sind es eine bis circa 3 Wochen. Es kann aber sein, dass man die Symptome nicht direkt merkt. Und wo drückt denn der Schuh? Muss ich wirklich mit meinem Freund darüber reden? Wenn Sie nicht gefährden wollen, ja. Boris und ich sind nämlich erst ganz kurz zusammen. Das ist alles noch ganz frisch. Und davor, naja, da habe ich ja ziemlich viel rumprobiert. Und es ist unangenehm, darüber zu sprechen. Ja. Ich meine, vielleicht denkt er sonst was Falsches von mir. Wollen Sie denn länger mit Ihrem Boris zusammenbleiben? Auf jeden Fall. Dann gebe ich Ihnen jetzt einen Rat. Und das ist kein ärztlicher. Ohne Ehrlichkeit wird es nicht gehen. Ich dachte, ich hole dich ab. Einfach so? Alles in Ordnung? Ja, ja, alles wunderbar. Komm, wir gehen. Tschüss. 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 Danke. Heute Nachmittag bin ich mit meiner Tochter unterwegs, aber das Handy ist an. Alles klar. Herr Doktor. Hallo, wollte mich stören. Ach, tun Sie nicht. Sie haben es ja wirklich eilig, Ihre Tour fortzusetzen. Ach, das Leben kann so schnell vorbei sein. Ich bin ein kranker Mann. Ach, Papa. Sie mögen krank sein, aber deswegen brauchen Sie dann noch lange nicht ans Ende zu denken. Wissen Sie was? Warum gehen Sie nicht ins Hotel zurück? Ruhen sich ein bisschen aus. Ich meine, es war ein anstrengender Vormittag. Und außerdem haben Sie die Nacht in der Klinik verbracht. Entschuldige mich bitte, mir ist ein bisschen übel. Was ist mit dir? Wissen Sie, wo der Chef steckt? Nein. Das ist hier gerade gekommen von Wena. Zahlungsmahnung? Leider konnten wir seit Rechnungsausstellung keinen Zahlungsvorgang feststellen. Infolgedessen bitten wir Sie, eine Bankbürgschaft für die von uns in Rechnung gestellten 54.719 Euro beizubringen. Andernfalls sehen wir uns gezwungen, zur Sicherstellung unserer Ansprüche bei Gericht eine einstweilige Verfügung zu erwirken, die Ihnen die Benutzung der Radiologie untersagt. Was? Spinnt der? Nora, wir brauchen ein großes Blutbild, EKG und Zytoelektrolyte. Und mein Bein? Können Sie Ihr Bein nicht spüren? Ist weg. Setzen Sie sich doch bitte mal. Nicht hinlegen. Was ist denn für ein Tag heute? Mittwoch. Wie ist Ihr Name? Franziska Reber. Okay. Sagen Sie, was hat Ihre Tochter heute Morgen gegessen? Ja, ich nehme an, sie hat im Hotel gefrühstückt. Ein Müsli und einen Joghurt, nehme ich an. Glauben Sie, sie hat eine Vergiftung? Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht sagen. Aber möglicherweise hat sie auch einen Hitzeschlag. Wissen Sie, ob sie lange in der Sonne war? Legen Sie sich doch mal hin. Haben Sie Kopfschmerzen? Dann sagen Sie, kann das sein, dass Ihre Tochter an Epilepsie leidet? Nein. Nora, fragen Sie doch mal von Hatzfeld, ob das hier MRT-frei ist. Ich denke schon, Herr Fender müsste fertig sein. Ist gut, bereiten Sie alles vor. Ich mache in der Zwischenzeit ein EKG. Sie denken, es könnte ein Schlaganfall sein? Wir wissen mehr nach dem MRT. Sie tun ihr keinen Gefallen, indem Sie wieder kollabieren. Ich hätte nicht herkommen dürfen. Und
Vor allem hätte ich Franziska nicht überreden dürfen, mitzukommen. Herr Rehmer, machen Sie sich keine Vorwürfe. Erstens bringt das nichts. Und zweitens sind Sie nicht für die Krankheit Ihrer Tochter verantwortlich. Das ist leicht gesagt. Sagen Sie mal, Doktor, warum gibt es keine Bezeichnung für Eltern, die ein Kind verlieren? Verliert man einen Partner? Ist man Witwer oder Witwe? Kinder, die Eltern verlieren, sind Waisen. Aber Eltern, die... Also, das MRT sagt, es ist sicher kein Schlaganfall. Gott sei Dank. Entschuldige, es tut mir leid. Schön, dass du da bist. Nicht freiwillig. Trotzdem. Lotte, was sollte das? Ich hab doch gesagt, wir beide, wir bleiben zusammen. Hier? Warum suchst du dir nicht einen Job in Berlin? Oder von mir aus auch in München? Oder Hamburg? Jetzt komm mal mit. Ich habe diesen Job gerade erst angenommen. Okay? Es ist eine Riesenchance, auf die habe ich lange gewartet. Ich will sie jetzt auch ergreifen. Du hast dir vor allem diesen Typen gegriffen. Du bist verknallt. Ja. Aber trotzdem. Immer nur du, du, du. Lotte, guck mal, wenn ich Christian nicht getroffen hätte und wenn ich nicht in der Praxis eingestiegen wäre, dann wären wir immer noch in Weimar. Und das ist auch keine Großstadt. Ich kann dir nur so viel sagen. Mach's Beste draus. Okay, jetzt Ende der lebenstechnischen Weisheiten deiner Mutter. Schauen wir uns das MRT von Frau Rehmer nochmal an. Keine Blutungen, keine Ödeme, keine Thromben. Apoplex können wir auch ausschließen. Aber was ist es dann? Wir brauchen die Laborergebnisse. Thrombozyten, Leukozyten, sieht absolut okay aus. Mhm. Stopp. Die Natriumkonzentration. Unter 120 Millimol pro Liter. Das ist lebensgefährlich. Das ist eine schwere Hyponatriämie. Die fahren wir sofort ins Krankenhaus. Hyponatremie bezeichnet eine Störung im Elektrolythaushalt. Das wichtigste Elektrolyt im menschlichen Körper ist Natrium. Davon hat Ihre Tochter im Augenblick entschieden zu wenig in ihrem Blutserum. Sinkt die Natriumkonzentration im Blut, dann hat der Körper die Tendenz, das auszugleichen, indem er beispielsweise Natrium von den Zellen abzieht. Das allerdings stellt den Körper wieder vor ganz massive andere Probleme. Deshalb geht's Franziska so schlecht. Ja. Ja, aber woher kommt diese merkwürdige... Hyponatriämie? Das versuchen wir mit Hochdruck herauszufinden. Dein Zimmer ist sogar größer als in Weimar. Und, meinst du, du kannst das hier aushalten? Sicher wohl. Was ist das mit Berlin? Das wird erstmal nix. Und wann können wir da rein? Das Bad sah aus wie eine komplette Baustelle. Der Makler sagt so in 4 Wochen. Und bis dahin? Bis dahin bleiben wir bei Christian. Hier liegen. Nicht du. Frau Reber ist stabil, aber ohne Bewusstsein. Wir geben ihr eine 3%ige Natriumchloridlösung. Zunächst mal nur 1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht in der Stunde. Können wir später auf 2 erhöhen. Mhm. Warum? Wir müssen sicherstellen, dass die Natriumkonzentration innerhalb der nächsten 24 Stunden um nicht mehr als 6 Millimol ansteigt, um ein osmotisches Demyelinisierungssyndrom zu vermeiden. Sehr schön, gut aufgepasst im Studium, Frau Kollegin. Ist ja auch noch nicht ganz so lange her wie bei Ihnen. Ja, frisches Fachwissen gepaart mit Erfahrung ist ja auch eine wunderbare Kombination. So, können wir uns jetzt bitte noch mal über den Grund der Hyponatriämie unterhalten? Medikamente? Laut Auskunft Ihres Vaters nimmt Frau Rehmer ganz selten Schmerzmittel. Und die Laborwerte deuten auch auf nichts Gegenteiliges hin. Noch eine Idee? Eine Unterfunktion der Schilddrüse?
Oder der Mangel an Steroidhormonen aus der Nebennierenrinde. Ja, aber darauf deutet nichts bei den Blutwerten hin. Weder auf das eine noch auf das andere. Schwarz-Bater-Syndrom? Inadäquate ADH-Sekretion. Reduziertes Blutvolumen. Die Patientin hat sich doch übergeben. Ja, aber als Folge der Hyponatremie. Das Erbrechen hat sie nicht ausgelöst. Außerdem ist das Blutvolumen normal. In jedem Fall hat Frau Weber genügend Flüssigkeit zu sich genommen wegen des beginnenden Harninfekts. Aber was ist das dann? Gute Frage. Ist doch überhaupt kein Platz. Wo soll ich denn mit den restlichen Sachen aus Weimar hin? Ich krieg ja auch nicht alles unter, aber bald haben wir ja unsere neue, schöne, große Wohnung. Wenn nicht wieder irgendein Handwerker an der falschen Stelle bohrt. Das wollen wir nicht hoffen. 4 Wochen. Minimum. Hier. Ich würde den ganzen Krempel am liebsten einfach rauswerfen. Okay. Da würde sich Clara bestimmt wahnsinnig freuen, wenn sie wiederkommt. Jetzt ist er ja erstmal in Kanada bei ihrem Vater und dann ist er mit ihrem Freund auf großer Tour. Und ich lebe aus dem Koffer. Ich bin mir sicher, dass sie nichts dagegen hat, wenn du dir hier irgendwie ein bisschen Platz schaffst. Und ich gehe nach unten und frage, ob ich beim Abendessen helfen kann. Diese verdammten Zwiebeln stehen ab jetzt bei Lotte auf dem Plan. Oder gilt hier immer noch als Gast und muss nichts tun? Naja, natürlich hilft Lotte bei der Hausarbeit. Sag mal, Keule, ich finde das nicht gentlemanlike, nur weil du keine Lust hast auf irgendwas, dass du das einfach an Mädchen weiter delegierst. Und? Also Inge und Bernd haben gesagt, dass sie zum Essen kommen. Was ist mit Anke und Piwi? Mit dem muss man immer rechnen. Stimmt, wir leben wie die Maden im Speck. Danke. Ich muss aber gleich wieder los. Ich habe Nachtschicht im Hotel. Und was mit Piwi? Er bleibt oben mit Ben. Ich habe das Gefühl, der Kleine kriegt Fieber. Soll ich mal nach ihm sehen? Nee, ist nicht nötig. Phoebe sagt schon Bescheid, wenn es schlimmer wird. Ich hoffe, er wird gesund und kann morgen wieder in die Kita. Todmüde und ein quengelndes Kind. Ich erinnere mich dunkel. Mhm. Eigentlich wollte ich nur kurz fragen, wie es Frau Reber geht. Dazu kann ich doch gar nichts sagen, das weißt du. Schweigepflicht. Aber wird sie dann wieder gesund? Wir tun, was wir können. Die Ärmste. Na gut, muss mal los. Bis morgen. Tschüss. Hallo. Hey. Und tschüss. Soll ich auch noch irgendwas helfen? Ja. Gläser fehlen noch. Die sind da oben im Schrank. Hey, cooles Outfit. Ich glaube, Clara hat ganz was Ähnliches. Ja, ist total angesagt im Moment. Willst du nicht endlich drüber reden? Ich sehe dir an, dass was mit dir nicht stimmt. Du bist den ganzen Abend so komisch. Du machst dir Sorgen wegen der Radiologie. Bena will uns die Benutzung der Anlage untersagen. Was? Einstweilige Verfügung. Außer wenn wir nicht schleunigst irgendeine Bankbürgschaft herbeibringen. Geht das denn so einfach? Ja. Ich habe mit meinem Anwalt telefoniert. Er sagt, alles, was Wiener vorlegen muss, ist ein plausibler Verfügungsgrund. Und den hat er. Weil die Ersatzteile, die wir nicht bezahlen können, jeden Tag an Wert verlieren. Ich meine, es ist nicht ganz astrein, was er macht, aber es ist eben auch nicht illegal.
Ich hätte mich wirklich so gern mit dem Außergerichtlich geeinigt, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich hätte nie von dieser Zahlungsunfähigkeit anfangen dürfen. Jetzt hat er Angst um sein Geld und versucht zu retten, was zu retten ist. Hat er denn gar keinen Kompromiss angeboten? Ach doch, natürlich. Er hat gesagt, wenn er die Ersatzteile heute oder morgen im Haus baut, dann sieht er davon ab, dass er seine Personalkosten einklagt. Was ist denn mit der Bank? Die Praxis läuft doch. Ja, aber die Kosten sind doch immens. Ich meine, die Ärzte, die Physio, das sind Angestellten und wir bezahlen auch noch das ganze Interieur ab, inklusive Radiologie. Das ist also auch eine Sackgasse. Ich weiß nicht, wie es noch weitergehen soll. Nora, Sie können mir schon den ersten Patienten reinschicken, ja? Wer ist das? Nee. Gut. Ja? Also mit Ihnen hätte ich ja wirklich am allerwenigsten gerechnet. Ich bin als Patient hier. Ja, mein Hausarzt ist im Urlaub. Sie haben einen guten Ruf. Außerdem wollte ich Ihnen zeigen, persönlich habe ich nichts gegen Sie. Ich weiß, es ist etwas ungewöhnlich. Ich würde auch verstehen, wenn Sie ablehnen würden. Herr Wiener, Sie sind der Mann, der offensichtlich Probleme hat. Und sicherlich auch ärztliche Behandlung braucht. Die Frage ist, wieso ausgerechnet bei mir? Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Sie waren ehrlich zu mir, auch wenn es zu Ihrem eigenen Schaden war. Ja, da habe ich leider gar nicht dran gedacht. Genau das meine ich. Ich nehme an, es geht um Ihre Magenprobleme. Seit wann haben Sie die? Lange. Eigentlich schon immer. Ich vermute, Sie waren deswegen auch schon in Behandlung. Ja, verschiedentlich. Wegen Magengeschwüren. Aber jetzt fühlt es sich anders an. Inwiefern denn anders? Eher Druck als Schmerz. Und ich fühle mich immer schlapp und müde. Obwohl ich gerade erst Urlaub hatte. Ich weiß natürlich, ich sollte auf meine Ernährung achten, weniger Fett und so weiter, aber ein gutes Essen, dazu ein guter Tropfen, das ist doch Lebensqualität. Bis einem plötzlich gar nichts mehr schmeckt. Getroffen. Und dann war mir schlecht. Und dann? Ich hole einen Arzt. Sie sind wach? Sehr gut. Wie geht es Ihnen? Ich weiß nicht so. Ich gehe und sage Dr. Sandmann Bescheid. Schmelzer, haben Sie ein Problem? Nee, gar nicht. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Und ich wollte Ihnen kurz erzählen, warum Boris mich gestern abgeholt hat. Aha. Das ist so cool. Seine Ex hat ihn nämlich angerufen. Die hat auch diese Dinger. Chlamydien. Genau. Er hat mich angesteckt und nicht ich ihn. Krass, oder? Ja. Und er hatte ganz genauso viel Schiss vor dem Gespräch wie ich. Na, dann ist ja alles gut. Ja, voll. Also, danke nochmal.
Gerne. Tschüss. Tschüss. So, Sie dürfen sich wieder anziehen, Herr Wehner. Sagen Sie, wie ist das eigentlich mit Ihrem Stuhl? Ist der besonders schwarz oder glänzend oder übelriechend? Ja. Melena oder Teerstuhl ist eigentlich ein Indikator für Blut im Verdauungstrakt, meistens im oberen Bauchbereich. Magen. Das heißt, ich habe wirklich wieder Geschwüre. Zwar schlimmer als sonst. Also Blut im Stuhl hatte ich noch nie. Ich habe Ihnen hier eine Überweisung zum Gastroenterologen vorbereitet. Nora wird Ihnen noch Blut abnehmen und dann machen Sie bitte eine Magen-Darm-Spiegelung und dann wissen wir mehr. Danke. Na? Wie läuft's mit Ben? Ah, kein Fieber mehr. Der ist heute Morgen ganz normal in die Kita. Du behandelst diesen Wehner. Ja? Er ist krank und ich bin Arzt. Nicht der Einzige in der Stadt. Ja, aber der, zu dem er gekommen ist. Papa, der will uns erpressen. Bibi, jeder hat doch seine eigenen Probleme. Du hast doch wohl nicht auch noch Verständnis für den, oder? Ich habe leider keine Zeit, jetzt darüber zu reden. Ich wollte die Mittagspause nutzen, um zur Bank zu gehen und zum Anwalt. Und außerdem muss ich noch bei Frau Reber vorbeischauen. Frau Reber, die mit dem riesigen Durst. Also, auf Wasser. Anke hat erzählt, die hat gestern 12 große Flaschen Wasser bestellt und davon sind heute schon fast alle weg. 12. Anke hat schon einiges erlebt bei ihren Gästen, aber sowas. Sechs Liter? An einem Vormittag? Meine Gynäkologin hat mir gesagt, ich soll viel trinken, um die Infektion aus dem Körper zu spülen. Das ist eindeutig zu viel. Das ist viel zu viel. Sie haben viel zu viel Flüssigkeit zu sich genommen. Dadurch ist der Natriumhaushalt in Ihrem Blut unter einen kritischen Punkt abgesunken. Wie? Und deswegen war ich bewusstlos? Und deswegen fehlt mir die Erinnerung an einen ganzen Tag? Ja. Man nennt sowas Wasservergiftung. Auch wenn es sich seltsam anhört, aber daran kann man wirklich sterben. Aber wie viel, also ich meine, wie viel ist dann zu viel? Naja, das hängt davon ab, wie groß sie sind, wie schwer sie sind. Normalerweise sagt man 1,5 bis 2 Liter pro Erwachsenen. Pro Tag. Aber wenn man zum Beispiel Sport treibt und viel schwitzt, dann muss man doch auch mehr trinken. Ja, aber gerade wenn Sie Sport machen, müssen Sie darauf achten, dass Sie genug Mineralien zu sich nehmen. Und vor allem Natrium. Ja, sonst gerät der Natriumhaushalt in Ihrem Blut aus dem Gleichgewicht. Eine Hyponatriämie ist bei Marathonläufern keine Seltenheit, wenn sie zu schnell zu viel trinken. Und was passiert jetzt? Sie bekommen jetzt weiter Ihre Infusion mit Natriumchlorid, also Kochsalz. Damit heben wir die Natriumkonzentration in Ihrem Blut langsam wieder an. Aber dann sind Sie schon bald wieder auf dem Damm. Draußen warten Herr Bayer und Frau Brückner. Frau Köhler ist gerade gekommen und in ein paar Minuten steht Herr Philipp auf der Matte. Ja, die Ungewissheit lähmt Sie, ne? Ungewissheit ist ja wohl eher das Gegenteil. Die Radiologie ist bald Geschichte. Na ja, vielleicht erreicht ja der Chef bei der Bank was oder der Anwalt findet einen Ausweg. Glauben Sie das? Wenn das hier alles nicht mehr funktioniert, dann kann ich meine Koffer packen, dann bin ich nutzlos. Dabei habe ich hier so ein Gefühl, das hatte ich noch nie. Ich fühle mich irgendwie angekommen. Ach, niemand wirft Sie raus. Sie verstehen das nicht. Ohne all das hier bin ich nutzlos. Aber noch haben Sie alles, was Sie brauchen, und da draußen warten eine Menge Patienten. Also? Frau Brückner, bitte. Na, keine guten Nachrichten? Herr Wehner sitzt schon bei Ihnen drin. Ausgerechnet. Entschuldigung, dass Sie so lange warten mussten. Ich hatte noch einen wichtigen Termin. Kein Problem.
der Kollege von der Magenspiegelung mit Ihnen geredet? Nur, dass er die Ergebnisse meinem Hausarzt schicken würde. Das heißt wohl nichts Gutes, oder? Herr Wiener, wir sollten uns über lebensverändernde Maßnahmen unterhalten. Der Kollege hat ein Geschwür gefunden, von dem er glaubt, dass es bösartig ist. Das heißt, ich habe vielleicht Krebs? Das heißt, wir haben die Proben zur Histologie eingeschickt. Und wenn wir die genauen Ergebnisse haben, dann wissen wir, was für eine Art von Tumor es ist. Und wie wahrscheinlich ist es, dass der Kollege sich irrt? Naja, sagen wir mal so, es ist ein sehr erfahrener. Gut. Das ist schlecht. Gehen wir mal davon aus, dass die Diagnose stimmt, dann... Dann müssen Sie sofort ins MRT. Dort müssen wir die exakte Lage des Tumors feststellen und vor allen Dingen, ob er Metastasen gebildet hat. Heute ist völlig unmöglich. Ich bin sowieso schon im Verzug mit meinem Termin. Morgen vielleicht. Oder besser übermorgen. Obwohl, möglicherweise haben wir da gar kein funktionierendes Gerät mehr. Wollen Sie mich erpressen? Nein, der Kollege meint es nicht so. Ich habe schon verstanden. War sowieso eine Schnapsidee, hierher zu kommen. Hören Sie, Herr Wiener, wir kennen doch über alles. Hören Sie mal, von Herzfeld, sind Sie echt von allen guten Geistern verlassen? Das ist ein kranker Mensch. Das sind die anderen da draußen auch. Das ist aber nicht die Philosophie unserer Praxis. Haben Sie das verstanden? Ein Patient ist zuallererst ein Patient. Das brauche ich Ihnen ja wohl nicht sagen. Herzfeld ausnahmsweise mal verstehen. Ich weiß nicht, ob ich unter diesen Umständen Lust auf Wena als Patienten hätte. Das ist doch keine Frage von Lust. Sei doch nicht so ein Preuße. Natürlich mögen wir manche Patienten mehr und manche weniger. Wir sind nur Menschen. Ja, aber wir sollten keine Unterschiede machen. Nicht mal unterbewusst. Nur, dass das Unterbewusstsein so schwer zu kontrollieren ist. Das ist mir auch klar. Trotzdem, wir müssen alle Patienten gleich behandeln. Aber Wena wolltest du vorziehen, vor Hatzfelds anderen Patienten? Gut, es ist ja auch ein Unterschied, ob man einen Krebs hat oder eine Arthrose im linken Knie. Ich weiß nicht, ich glaube, das waren nicht nur leichte Fälle. Dann hätte von Hatzfeld sich hinten raus eben mehr Zeit nehmen müssen. Das hätte er ja vielleicht, aber da war Wena schon weg. Ja, gut. Aber es hat jedenfalls die Sache nicht besonders erleichtert. Ich dachte, es geht nur um das Wohl des Patienten. Sicher? Darf ich jetzt was zu trinken haben? Aber insgeheim hast du schon gehofft, dass Wena sich anders überlegt, wenn du ihn behandelst. Wie auch immer. Selbst wenn er die Chance dazu hatte, jetzt ist sie vertan. Darf ich? Fragen können, bevor ihr mein Zimmer weggebt. Und du hättest doch eine E-Mail schreiben können, dass du wieder nach Hause kommst. Es ist doch immer noch mein Zimmer. Das stellt auch niemand in Frage. Clara, es muss doch auch in Ordnung sein, dass jemand mal bei dir schläft, wenn du nicht da bist, oder? Aber keiner war an meinen Sachen, oder? Okay, bitte entschuldige. Ich habe Lotte erlaubt, in deinem Schrank ein bisschen Platz zu schaffen. Im Ernst? Du warst an meinen Sachen? Jetzt chill mal.
Wenn es nach mir geht, bin ich sofort wieder weg. Okay, aber solange du da bist, hilfst du. Der Tisch ist noch nicht zu Ende gedeckt. Paul! Und was passiert jetzt, wo die plötzlich wieder aufgetaucht ist? Lotte! Hallo? Ja, der Loser bei der ganzen Sache bin doch eh wieder ich. Ich werde nie gefragt, was ich will, sondern ständig nur rumgeschubst. Können wir jetzt mal bitte frühstücken? Genau. Wir finden eine Lösung für dieses Problem. Es sind ja nur ein paar Wochen. Genau. Und jetzt mal zu einer wichtigen Frage im Leben. Wieso bist du eigentlich wieder da? Ich dachte, du bist glücklich bei Justus. Ich habe vielleicht eine Lehrstelle. Und was? Pferdewirtin. Als was? Als Pferdewirtin. Du schmeißt dein Studium. Naja, als ich in Kanada war, habe ich einfach gemerkt, dass die Uni nichts für mich ist. Ich liebe Pferde. Ich weiß auch nicht, wie ich auf Musikpädagogik gekommen bin. Okay. Und wo ist die Lehrstelle? In meinem alten Reitstall. In ein paar Tagen habe ich sogar ein Bewerbungsgespräch. Ja, dann herzlich willkommen daheim. Vielleicht hat Wiener ja ein Einsehen und es kommt gar kein Schreiben vom Gericht. Bei meinem Auftritt gestern? Ja, ich weiß, ich hätte mich besser zusammenreißen müssen, aber dieser Typ ist einfach... Bringt doch jetzt gar nichts mehr von Herzfeld. Fakt ist, dass Wiener kompromissbereiter hätte sein können. Ich meine, dieser ganze Kostenvoranschlag, der ist doch mehr als undurchsichtig. Wenn ich das geahnt hätte, da hätte ich doch diesem ganzen Umbau überhaupt nicht zugestimmt. Haben Sie aber. Frau Roman? Herr Doktor, gut, dass Sie schon da sind. Elena tut der Arm so weh, sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Wir waren auch schon im Krankenhaus. Und die sagten, man müsste ein MRT machen, aber die Radiologie dort ist völlig überlastet. Deshalb haben die uns hierher geschickt. Okay, dann schauen wir uns mal. Solange unsere Radiologie noch funktioniert, können wir sie auch nutzen. Guten Morgen. Wiener, was machen Sie denn hier? Sie können Ihre Radiologie weiter nutzen, in vollem Umfang. Ja, und was ist mit der einstweiligen Verfügung? Ziehen Sie die zurück? Ja, darauf verzichte ich, genau wie auf die Bankbürgschaft. Ich bestehe allerdings darauf, dass Sie die 25.000 sofort bezahlen, wie Sie es vorgeschlagen haben. Für den Rest vereinbaren wir einen Zahlungsplan. Und wie kommt es zu diesem plötzlichen Sinneswandel? Ja, man kann noch mal fragen. Ja, es gibt sonst eben nur noch einen MRT in Eisenach, den im Krankenhaus. Man hat ja auch sowas wie eine gesellschaftliche Verantwortung. Also, Herr Wiener, danke schön. Und grüßen Sie bitte Ihren Schwiegervater noch mal ganz herzlich von uns. Das mache ich. Ja, ich bin ihm sehr dankbar für alles, was er für Franziska getan hat. Ja, und für dich, Papa? Bei mir war klar, was es ist, aber bei dir? Ich hätte nie gedacht, dass man auch zu viel trinken kann. Ja, ich auch nicht. Es heißt immer, dass man ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen sollte. Ja. Tschüss. Ja, ausreichend und vielleicht ein kleines bisschen mehr. Der Berühmte schluckt zu viel. Ja, aber Moment mal, wir reden schon noch vom Wasser. Und bin so froh, dass es dir wieder gut geht. Wie hast du früher mal gesagt, wenn es mir schlecht ging? Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Ich möchte mich auch noch mal ausdrücklich für das unglückliche Verhalten meines Kollegen entschuldigen. Er hatte ja recht. Wieso soll ich eine Sonderbehandlung kriegen, wegen der andere lange warten müssen? Naja, bei Ihrem Krankheitsbild ist Zeit ein wesentlicher Faktor, Herr Wiener. Und je schneller wir Klarheit haben, desto größer sind Ihre Heilungschancen. Ja, wenn ich Ihre Radiologie lahmgelegt hätte, dann hätten auch andere Krebspatienten also nach lange auf ein MRT warten müssen. Möglicherweise mit schlimmen Folgen. Gut. Dann kommen wir zu Ihnen. Bitte. Also. Herr Wiener, die schlechte Nachricht ist, dass es sich bei Ihnen um einen bösartigen Tumor handelt. Die histologischen Untersuchungen haben eindeutig ergeben, dass die Vermutung meines Kollegen, der die Magenspiegelung durchgeführt hat, sich bestätigen. Das war ja zu erwarten. Aber die gute Nachricht ist, dass der Tumor nicht gestreut hat. Er ist auf den Magen beschränkt. Exakt. Und das wiederum bedeutet, dass Sie nach der OP eine wirklich gute Prognose haben. Wer weiß, vielleicht schmeckt ja auch das Essen dann wieder. Das kann passieren. Dass dieser Kerl am Ende noch nachgibt, hätte ich nicht gedacht.
Darauf hätte ich auch nicht gewettet. Tja, manchmal sieht eben doch die Vernunft, Frau Ewald. Vor allem, wenn jemand selber ganz dringend eine radiologische Untersuchung braucht. Also ich hätte mir etwas souveränere Haltung von Ihnen gewünscht, von Hatzfeld. Der Winner hat diesen Schubs in die richtige Richtung gebraucht. Der Schubs, wie du das nennst, das war doch eine Erpressung. Entweder Sie lenken ein oder wir behandeln Sie nicht. Hätte er nicht eingelenkt, hätte er nicht nur sich selbst geschadet, sondern auch vielen anderen Eisenachern. Und nicht zuletzt uns, weil wir wären pleite gewesen. Ja, aber trotzdem, der Zweck, der heiligt doch nicht immer die Mittel. Manchmal eben schon. Stimmt.